wird gleich auf der Bühne auftreten die Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters. Mit im Einzelnen werden sich die Damen und Herren vorstellen, Bruder Spaghetti und Elli Spirelli. Das Ganze ist irgendwie so zu verstehen als eine Religionssatire, die sich in den USA entwickelt hat. Ein Buch wird auch gleich vorgestellt, als Gegenbewegung auf das Vordringen des Kreationismus. Und die Bewegung heißt auf dem Vormarsch in Deutschland, leider auch, aber auch den Vormarsch in Amerika, dem steht entgegen die Antwort des fliegenden Spaghetti-Monsters. Die Gläubigen dieser Gruppe werden Pastafari genannt, wollen so genannt werden. Sie organisieren sich in Gruppen und feiern dem Willen Gottes entsprechend im Piratenornat die jeweilige Nudelmesse. Es gibt auch einen genauen Ablauf, wie in der Kirche. Ich mache es jetzt ganz kurz, nämlich zunächst mal werden die Reliquien gepriesen, dann gibt es ein Glaubensbekenntnis mit einem Monster unser, anschließend eine liturgische Feier des heiligen Pastamals und anschließend eine Predigt. Wir sehen dem Ganzen, denke ich, gespannt entgegen und ich wünsche viel Vergnügen und räume die Bühne für die Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters. Achso, ich habe das jetzt verwendet. Ja, mein Mikro geht schon. Das ist sehr schön. Heute, hochverehrtes Publikum, erlebt ihr gleich zwei Veranstaltungen in einer. Eine heilige Nudelmesse und die Vorstellung einer brandneuen CD mit sakraler pastafarianischer Musik. Den ersten Titel habt ihr gerade gehört. Mit insgesamt 13 Titeln werden auf dieser CD unser Monster und seine Piraten gepriesen. Ein paar Stücke kommen noch. Dazu begrüße ich euch alle im Namen von Elli Spirelli, Farfelina Carbonara, Bruder Gorgonzola als Tonmeister, dem Hamburger Pastafari-Chor, den anonymen Arabiata, die ganz sicher hier einen Glanzpunkt setzen werden. Ich bin Bruder Spaghettus und heute in der Rolle des Nudlers. So nennt sich bei uns der, der durch die Messe führt. Weil bei uns alle gleich sind, wechselt er ständig. Der letzte Nudler ist auch Hüter unserer Reliquien, die er dann bei der nächsten Messe feierlich dem neuen Nudler übergibt. Leute, die uns schon mal gesehen haben, die vielleicht mich kennen und die sehr, sehr genau beobachten, werden merken, heute ist etwas anders an mir. Ich habe eine Uhr um. Dann auch noch eine Damenuhr. Das hat jetzt nichts mit Geschlechterspezifik zu tun. Das liegt daran, weil wir Piraten uns ja alles rauben, was wir brauchen. Und diese Uhr, diese billige Uhr, habe ich mir von einer wunderschönen Dame geraubt. Vielleicht war es auch umgedreht. Aber jedenfalls, die habe ich deshalb um, weil wir heute uns sehr genau an einen Zeitplan halten müssen. Es ist das erste Mal, dass wir eine Nudelmesse zu einer bestimmten Zeit beenden müssen. Deswegen mache ich erst nicht wie sonst, dass ich mir nur Stichpunkte aufschreibe und dann auch frei formuliere, sondern ich habe mir heute wirklich einen Text geschrieben, damit wir auch den Nächsten, die nach uns kommen, die Möglichkeit geben, pünktlich anzufangen. Ich hoffe, es klappt. Wir alle gehören zur Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters Deutschland. Einer, und zwar wegen Förderung kirchlicher Zwecke als gemeinnützig anerkannten Körperschaft. Das hat nach meinem Kenntnisstand noch keine andere Kirche des FSM in Europa geschafft und vielleicht sogar darüber hinaus nicht. Das können wir nicht mal ein bisschen. Ja, da hätte ich jetzt Beifall kommen können. Darauf sind wir stolz und weil wir diesen Stolz mit euch teilen möchten,
kommt nun die für jeden Gläubigen notwendige Missionsarbeit. Aber versteht das bitte nicht falsch. Wir wollen euch nicht einfach was aufschmerzen. Das ist ganz einfach ein Zeichen unserer pastafarianischen Nächstenliebe, denn euch soll es genauso gut gehen wie uns. Fast jeder von euch wird schon wissen, wir sind die einzige Hoffnung, unseren Erdball noch zu retten. Es ist klar erwiesen, die Erderwärmung findet nur statt, weil es zu wenig Piraten gibt. Deshalb folgt auch ihr dem Wunsch unseres geliebten Monsters und werdet Pastafari und Pirat. Wer an unserem großen Werk der Rettung der Welt teilnimmt, den erwarten noch viele Vorteile, auf die er stolz sein kann. So sind wir die einzig wissenschaftliche Religion. Denn in unserem Evangelium des fliegenden Spaghetti-Monsters steht der wichtigste Satz bereits im Vorwort. Dort steht, aufmerksame Leser werden in diesem Text zahlreiche Lücken und Widersprüche finden, vielleicht sogar dreiste Lügen und Übertreibungen. Weil unser Prophet aber in seiner unendlichen Weisheit uns nicht verraten hat, wo diese Lügen und Übertreibungen sind, sind wir zum grundlegenden Zweifel verpflichtet. Monster möge es verhüten, sogar zum Zweifel an seiner Existenz. Wir sind aber auch die friedlichste Religion. In unserem Namen wurde noch nie ein Krieg geführt, wurden keine Attentate ausgeführt, wurde niemand ermordet, niemand angespuckt, auf Arbeit entlassen, weil er nicht unseren Glauben hat. Und was noch besser ist, bis jetzt ist nicht bekannt, dass auf der ganzen Welt jemals ein Pastafari gestorben wäre. Wir sind aber auch die toleranteste Religion. Nur bei uns gibt es eine Gott-Zurück-Garantie. Probiert uns einfach 30 Tage lang aus und wir garantieren euch, wenn es euch dann nicht gefällt, euer alter Gott nimmt euch gern zurück. Wir sind auch die glaubwürdigste aller Religionen. Denn so sehr wir uns auch bemühen, Glaubensinhalte anderer Religionen an Absurdität zu überbieten, es ist uns bis heute nicht gelungen. Wir sind aber vor allem auch die ehrlichste Religion. Denn wir geben als Einzige zu, unser Gott ist ein Monster. Halleluja, 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 Halleluja. Sehr schön, der Gesang greift über, Gesang verbindet. Aber ich denke, das reicht euch noch nicht, um zu konvertieren. Deshalb lege ich noch eins drauf. Wir haben auch die besten Jenseitsversprechungen. Bei uns wird niemand durch ewiges Hafenspiel gelangweilt, egal ob er zuhören oder mitspielen muss. In unserem Himmel gibt es auch nicht 72 Jungfrauen, von denen dazu noch keiner weiß, wie alt sie sind, so lange wie die da schon warten. Und bei uns gibt es eine ganze Stripperfabrik und dazu noch einen Biervulkan, beides höchsten Ansprüchen genügend. Allerdings muss ich auch einen Nachteil unserer Religion nicht verschweigen. Wir haben kein wirkliches Drohmittel, um euch gefügig zu machen. Wir kennen keine Hölle, bei uns kommt jeder in den Himmel, auch Ungläubige. Die allerdings, ein bisschen Strafe muss sein, nur in die zweite Klasse, dort wo die Stripperfabrik nicht ganz frei von Geschlechtskrankheiten ist und der Biervulkan ab und zu mal schon Schal sprudelt. Na, wenn das alles euch nicht überzeugen konnte zu konvertieren, dann fällt mir auch nichts mehr ein. Wir werden jetzt ein schönes Lied unserer CD spielen und ich bitte euch, zu diesem Lied zahlreich zu uns auf die Bühne zu kommen, mit uns gemeinsam das Glaubensbekenntnis abzulegen, den Monstergruß zu lernen und das heilige Abendmahl einzunehmen. So kommt denn bitte zu uns. Stellt euch hier an der Seite auf. Der Papst, das ist ein armer Mann, muss 40 Tage fasten, wobei ihn auch nicht trösten kann, das Ablass.
Noch könnt ihr, die Musik läuft noch. Der Rebel feiert Yom Kippur und Speisen und Getränke. Macht eine Anti-Wasserkur und wäscht sich nicht die Hände. Darf nicht das Kleinste tun, er sitzt nur einfach rum und guckt dabei verklärt. So ein Rebel lebt verkehrt. Nachdem ihr nun erfahren habt, was Rebbe und andere falsch machen und Pastafari richtig gut, werden wir nun gemeinsam mit euch zur Lobpreisung unserer Reliquien schreiten. Das ist er. Elli Spirelli, der Nudler der letzten Messe, übergibt dir jetzt an mich. So, lieber Bruder Spaghettus, du kennst ihn ja schon, unseren Reliquienschein. Manche noch nicht. Ja, hier sind unsere drei Wunder drin. Das erste Wunder ist diese Piratenflagge. Bei unserer ersten Nudelmesse haben wir sie gehisst, wie sich das für Piraten gehört. Und irgendwann tauchte zwischen den Wolken ganz kurz das Monster auf. Es grüßte uns, winkte und fasste mit einem nudeligen Anhängsel kurzzeitig diese Flagge. Deshalb haben wir sie heilig gesprochen. Und deshalb sage ich, ich hoffe, ihr antwortet dann mit einem kräftigen Amen. O Wunder, ich preise dich. Amen. Dazu macht es sich gut, wenn man dann die Hände im Monstergruß hat. Jawohl, und am besten gleich so bleiben, dann braucht man nicht so oft wechseln. Wer zu oft wechselt, der nimmt ab, ich mache das nicht. Ihr dürft das auch mitmachen. So, das zweite Wunder ist diese Flasche Beck's Lemon. In ihr befindet sich ein Rest von einem nudeligen Anhängsel und eine Zahnbürste. Am Tag nach unserer ersten Nudelmesse muss es wohl bei uns übernachtet haben, das Anhängsel verloren haben. Und ich denke, es wollte auch mal dieses neumodische Getränk ausprobieren. Ja, die Zahnbürste. Großes Problem. Wir wussten lange nicht, wie wir es deuten sollten und haben unsere Wissenschaftler darauf angesetzt. Die haben die Nuss geknackt. Und zwar, wenn ihr täglich eure Zähne putzt, geht mit ihm in Gedanken ins Gespräch. Ihr putzt doch täglich eure Zähne. Und ja, um online zu gehen mit ihm gewissermaßen, ist die Pasta das beste Mittel, einen schnellen Draht herzustellen. Also zusätzlich, merkt's euch, benutzt Zahnpasta. So, unser allerheiligstes 3-in-1-Wunder, diese Buttel rum, wurde auf einer Nudelmesse von einem Pastafari für alle zum Verzehr mitgebracht, nicht ausgetrunken. Erstes Wunder.
Ja, da lacht ihr, ne? Das ist witzig. Ja. Der Gastgeber brachte das dann wieder mit, anstatt es selber auszutrinken. Er ist auch Pastafari, zweites Wunder. Und als es dann an diesem letzten oder Abend wieder nicht verzehrt wurde, da war es allen klar, wir haben die Flasche heilig gesprochen, sie ist heute noch zu. Und das ist eigentlich das allergrößte Wunder, dass wir Pastafari so standhaft sind. Oh Wunder, wir preisen dich. Amen. Das waren unsere drei Reliquien, die Heiligen. Ja. Und nachdem wir die nun ausgiebig gepriesen haben, euch stolz gemacht haben, dass ihr nun schon fast zu unserer Gemeinschaft gehört, werden wir euch gleich ganz in unsere Gemeinschaft aufnehmen. Wir bitten euch, sprecht mit uns das Glaubensbekenntnis. Wem ein solches Gerät aus anderen Religionen bekannt vorkommt, bitte nicht schmähen, jede Religion übernimmt etwas von vorhergehenden. Ich lese das Glaubensbekenntnis. Ja, ich lese das Glaubensbekenntnis Satz für Satz vor, ihr sprecht mir bitte nach. Ich glaube an das fliegende Spaghetti-Monster. Ich glaube an das fliegende Spaghetti-Monster. Die Mutter, der niemals die Energie ausgeht. Die Mutter, der niemals die Energie ausgeht. Die Gebärende des sphären klingenden Himmels. Die Gebärende des sphären klingenden Himmels. Und der evolutionsfreien Erde. Und der evolutionsfreien Erde. Ich glaube an Bobby Henderson, seinen Propheten. Ich glaube an Bobby Henderson, seinen Propheten. Empfangen durch das World Wide Web. Empfangen durch das World Wide Web. Geboren von seiner lieben Mama. Geboren von seiner lieben Mama. Gelitten unter Kreationisten. Gelitten unter Kreationisten. Genervt, gelangweilt und veralbert. Genervt, gelangweilt und veralbert. Hinabgestiegen in das Reich des Fundamentalismus. Hinabgestiegen in das Reich des Fundamentalismus. Am dritten Tage aufgestanden zwischen Deppen. Am dritten Tage aufgestanden zwischen Deppen. Seine Website angegangen. Seine Website angegangen. Sitzend vor seinem Laptop, dem Allzeit Flatline. Sitzend vor seinem Laptop, dem Allzeit Flatline. Von dort wird er kommen, zu parodieren die Dummen und Trögen. Von dort wird er kommen, zu parodieren die Dummen und Trögen. Ich glaube an das World Wide Web mit dem heiligen Pastafaritum. Ich glaube an das World Wide Web mit dem heiligen Pastafaritum. Gemeinschaft der Pastafari und ihres Monsters. Gemeinschaft der Pastafari und ihres Monsters. Vergebung der Torheit. Vergebung der Torheit. An den Biervulkan. An den Biervulkan. Und an die Stripperfabrik. Und an die Stripperfabrik. Amen. Nun seid ihr in unsere Glaubensgemeinschaft aufgenommen. Allerdings muss es natürlich auch eine kleine Prüfung geben. Und diese kleine Prüfung wird für euch darin bestehen, dass wir gemeinsam aus unserem pastafarianischen Gesangsbuch, wo ist es? Das ist hier. Da ist es. Teilt es mal bitte aus. Ihr braucht es. Dass wir gemeinsam die erste und die zweite Strophe des ersten Liedes unseres pastafarianischen Gesangsbuches versuchen zu singen. Ich muss euch sagen, das ist ein Lied, vor dem selbst Profis beim Gesang zurückschrecken. Ich denke, wir schaffen das, weil wir wissen, wir sind mit voller Inbrunst dabei. Es ist ein sehr, sehr altes Lied. Die Melodie wird vielen von euch bekannt vorkommen. Das liegt daran, dass jemand dieses alte Lied der Pastafari sehr geschickt plagiert hat. Unser Lied heißt... Oder sagen wir erstmal das andere. Unser Lied ist von Dr. Martin Nudler. Er hat es 1515 geschrieben. Und das Lied heißt, ein Bissfestburg ist unser Gott. Und nun bitte ich euch gemeinsam mit uns, ich singe besser lieber etwas leise, aber ihr habt ja kein Mikro,
dieses Lied zu singen. Bist du bist von unserem Gott, er braucht nicht mehr noch Waffen, zu helfen uns aus aller Not, das können wir selber schaffen. Der allschwache Feind wird von uns beweint, Groß macht und viel List ihm abgegangen ist. Den können wir bald streichen. Mit unserer Macht geht's gut voran, wird täglich neu geboren. Es streitet für uns jedermann, den nicht der Geist verdorben. Fragst du, wie das ist, wenn Selbstdenker bist, dir kein Dogma droht, dann wirst du selbst zum Gott. Und kannst sein Feld behalten. Also ich bin ja fast stolz auf euch. Für den ersten Versuch war das ja ganz, ganz fantastisch. Aber das war natürlich noch nicht alles bei uns, obwohl was sehr Wichtiges. Jetzt nehmen wir hier auf der Bühne das Abendmahl ein. Ihr müsst leider draußen bleiben, ist eure Schuld, ihr seid unten geblieben. Da wir keine Kannibalen sind, gibt es bei uns natürlich nicht Fleisch von seinem Fleisch und auch nicht Blut von seinem Blut. Bei uns gibt es Nudel von seinen nudligen Anhängseln und Bier von seinem Biervulkan. Und bevor wir das aber einnehmen, wird Elli Spirelli euch noch von unserem Zeremonienschwert, mit dem sie gleich die notwendigen Utensilien öffnen wird, die wir für das Abendmahl brauchen, das Monster unser vortragen. Und genau wie beim Glaubensbekenntnis wird das Satz für Satz erfolgen. Und ich bitte euch alle, dieses Monster unser mitzusprechen. So, lassen wir die Blume erstmal runterkommen und kommen wir zum Monster unser. Stehe ich hier, seht ihr mich alle? Faltet die Hände. Monster unser, dass du bist im Himmel. Monster unser, dass du bist im Himmel. Geheiligt werden deine Anhängsel. Geheiligt werden deine Anhängsel. Deine Piraten kommen. Deine Piraten kommen. Deine Soße geschehe. Deine Soße geschehe. Wie im Himmel, so auch auf hoher See. Wie im Himmel, so auch auf hoher See. Unser täglich Pasta gib uns heute. Unser täglich Pasta gib uns heute. Und vergib uns unsere Reiskugeln. Und vergib uns unsere Reiskugeln. Wie auch wir vergeben den Kartoffelessern. Wie auch wir vergeben den Kartoffelessern. Und führe uns nicht nach Kansas. Und führe uns nicht nach Kansas. Sondern erlöse uns von den Fundamentalisten. Sondern erlöse uns von den Fundamentalisten. Denn dein ist die Soße. Denn dein ist die Soße. Und der Käse. Und der Käse. Und die Fleischklößchen. Und die Fleischklößchen. In Ewigkeit. In Ewigkeit. Amen. Wer das noch nicht gehört hat, könnte jetzt leicht einer Verwechslung unterliegen. Das Wort begann mit R und ist als solches eine japanische Nudelsuppe. Jo, und damit werden wir nun das Abendmahl einnehmen. Damit es nicht so lange dauert, gehen wir gleich zu dritt die Runde ab.
Jeder bekommt zuerst Nudel von seinen nudeligen Anhängseln, dann Bier von seinem Biervulkan. Und weil er das so schön zu sich genommen hat, bekommt er dann am Ende von Farfalina Carbonara noch einen schönen Anstecker. Und Bruder Spaghettus bekommt gratis ein paar fette Fettflecken auf seinen Ja, Talar. Das gehört zum Zeremoniengewand. Nudel von seinen nudeligen Anhängseln. Bier von seinem Biervulkan. Nudel von seinen nudeligen Anhängseln. Ramen. Bier von seinem Biervulkan. Nudel von seinen nudeligen Anhängseln. Ramen. Zutsch. Ihr habt noch nicht viel Nudel Übungen, von seinen nudeligen Anhängseln. Bier von seinem Biervulkan. Ups. Ramen. Nudel von seinen Bier nudeligen Anhängseln. Ramen, ihr dürft das auch selber in die Hand nehmen. Ich wusste, der Akkordeonspieler kommt ja so schlecht. Nudel von seinen nudeligen Anhängseln. Bier von seinem Biervulkan. Kannst du auch so, wenn du Nudel möchtest, von seinen nudeligen Anhängseln. Aber ich habe mich doch gern gefüttert. Wer gehbehindert ist, kann Bier natürlich auch gern stehen bleiben. Nudel von seinen nudeligen Anhängseln. Bier von seinem Biervulkan. Nudel von seinen nudeligen Anhängseln. Ramen. Bier von Nudel seinem von Biervulkan. Seinen nudeligen Anhängseln. Auch für dich, Nudel von seinen nicht nudeligen so neidisch, Anhängseln. Ihr hättet hochkommen können. Müsst erwarten. Nudel von seinen nudeligen Anhängseln. Ramen. Du warst noch nicht mit Nudeln? Nudel von seinen nudeligen Anhängseln. Ramen. Nudel von seinen nudeligen Anhängseln. Bier von seinem Biervulkan. Moment mal. Ramen. Bier von seinem Biervulkan. Oh, das wird schwer. Nudel von seinen nudeligen Anhängseln. Ramen. Bier von seinem Nudel Biervulkan. Von seinen nudeligen Anhängseln. Ramen. Auch für dich, Bier Nudel von seinen nudeligen Anhängseln. Für euch ganz besonders, Ramen. Nudel von seinen nudeligen Anhängseln. Du hattest schon, nicht, dass du zweimal dran kommst, das verträgst du gar nicht. Nudel von seinen Bier nudeligen von seinem Anhängseln. Biervulkan. Ihr tut dann beim Bier bloß so, als ob er trinkt, ne? Ramen. Bier von seinem Biervulkan. Nudel von seinen nudeligen Anhängseln. Ramen. Kann man denn auf einem Auge Nudel trinken? Von seinen nudeligen von Anhängseln. Seinem Biervulkan. Zumindest der König von daneben. Nudel von seinen nudeligen Anhängseln. Ramen. Bier von seinem Biervulkan. Oh, Nudel von seinen nudeligen Anhängseln. Ramen. Bier von seinem Nudel Biervulkan. Von seinen nudeligen Anhängseln. Ihr wisst ja, der Biervulkan, der spuckt nicht nur Bier Nudel aus, sondern das, was man sich wünscht. Das kann auch Kakao sein oder was weiß ich was. Tomaten, auch das. Bier von seinem Biervulkan. Nudel von seinen nudeligen Anhängseln. Ja, das geht prima. Wir haben ja noch da Ramen. Trink. Nudel von seinen nudeligen Anhängseln. Ramen. Bier von seinem Biervulkan. Nudel von seinen nudeligen Anhängseln. Ramen. Bier von Nudel seinem Biervulkan. Nudel von seinen nudeligen Anhängseln. Nudel von Ramen. Seinen nudeligen Anhängseln. Ist da noch was drin? Bier von seinem Biervulkan? Ich gehe da nochmal nachkippen. Das ist ja so wenig. Ramen. Okay, Moment, kleine Pause. Elli eilt. Solange auch für mich als letzter Nudel von seinen nudeligen Anhängseln. Nicht als letzter. Ja, stimmt. Bier von seinem Biervulkan. Ja, Bier von seinem Biervulkan. 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 Und für die liebe Elli, Bier von seinem Biervulkan. Gut, dann tauschen wir mal. Ramen. Nudel von seinen nudeligen Anhängseln. So geht das. Zack, Bier von weg. Seinem Biervulkan. So, Bruder Spaghettus, trink nicht so viel, du musst heute noch viel reden. Ja, falls da doch noch einer möchte, es sind noch ein paar Olivenöl ist gut für die Haut. Drin. Wie sieht das zerschört? Oh, geht noch. Hatten wir schon schlimmer. Also es sieht ganz gut aus mit unserem Zeitplan. Also das
läuft prima. Und deshalb haben wir jetzt einen schönen weiteren Höhepunkt, nämlich die anonymen Arabiada werden uns jetzt ihre Version von Ein schöner Land vortragen. In dieser Welt der Marmelade weit und breit, muss jeder leidet und stets begleitet von der Gefahr, dass Gott nicht lieben bei meinem Leben mehr will noch da. Ey, und wir stehen hier. Ja, dann sind wir scheinbar doch sehr viel schneller fertig. Der Zeitplan scheint nicht sehr in Ordnung gewesen zu sein. Aber ganz seid ihr uns noch nicht los. Dann natürlich zu einem jeden Messe gehört eine Predigt, in der der Nudler dem Volk mal so richtig sagt, wo es lang geht. Wir sind, hochverkehrtes Publikum, reingelegt worden. Wir dachten, wir halten hier zum Kirchentag eine feierliche Messe vor Gläubigen. Und nun haben wir erfahren, wir haben es hier nur mit verstockten Atheisten zu tun. Mit solchen, die sich unter dem Motto »Gut ohne Gott« hier versammelt haben. Mit solchen, die behaupten, eine Gesellschaft bräuchte keine Religion. Wir sehen das natürlich anders. Die Vorzüge des Pastafaritums habe ich bereits ausführlich geschildert. Aber wir erkennen auch die Bedeutung anderer Religionen und besonders ihrer Institutionen für die Gesellschaft an und würdigen diese ausdrücklich. So sehen wir eine große Zukunft für den Zentralrat der Juden als Trägerverein für ein Museum für vormittelalterliche Operationsmethoden. Eine ebenso glanzvolle Zukunft winkt der katholischen Kirche als Trachtenverein bei der Durchführung von Karnevalsumzügen. Niemand könnte besser als der Zentralrat der Muslime als Kulturverein die Kultur des Beleidigtseins pflegen. Und die evangelischen Kirchen könnten, wie kein anderer, mit Bezug auf ihren Gründungsvater als Historienvereine Ursachenforschung für die unsäglichen weltweiten Judenverfolgungen und Hexenverbrennungen leisten. Auch wenn andere das schon vor Luthers wegweisenden Worten ganz gut beherrschten. Ihr dort im Saal aber, ihr habt euch das Motto gewählt, gut ohne Gott. Auf den Menschen kommt es an. Deshalb habe ich gestern nicht schlecht gestaunt, als ich hier zu einem Vortrag war, bei dem es um Spiritualität ging.
zwar um Religionsfreiheit, aber immerhin um Spiritualität. Es war ein guter Vortrag, der auch mir einiges gegeben hat. Was ich aber bis zum Ende nicht verstanden habe, warum man normales, lyrisches, menschliches Empfinden als Spiritualität ausgeben muss. Nun möchte ich euch Ungläubigen ja nicht absprechen, in ganz besonderen Momenten auch ganz besondere Gefühle zu haben. Aber wenn ihr die beschreiben wollt, warum dann dazu der Rückgriff auf Spiritualität? Auf einen Begriff also, den jeder mit uns Religiösen verbindet. Kommt ihr doch nicht ohne Religion aus? Ist Unglaube auch nur ein Glaube? Manchmal könnte man es glatt denken. Wenn zum Beispiel mal wieder einer von euch mit einer Überzeugung und ohne jeden Zweifel zu erlauben, seine Meinung zu allein Seligmachenden erhebt. Wenn er ganz eindeutig klarstellt, nur sein Weg ist der einzig wahre, kein anderer ist zulässig und wer trotzdem versucht, einen zu gehen, wird bestraft. So wie ein Dr. Horst Kroschop es neulich tat, als er verkündete, erneut verloren hat eine strategische Stoßrichtung, die von einem säkulären Humanismus ausgehend sich gegen Religion schlechthin wendet. Und jetzt muss ich sehr aufmerksam lesen und ihr sehr aufmerksam zuhören, es kommt ein langer Schachtelsatz. Wenn in allen wichtigen Fragen gesellschaftlicher Entwicklung nirgends die Gottesfrage eine größere Bedeutung besitzt, kann keinen so üppigen Erfolg haben, wer den falschen Eindruck erweckt, die alten Kirchenkämpfe zu führen und damit Vorurteile bedient, wenn auch nicht beabsichtigt, wenn ein Humanistentag parallel zu einem Kirchentag inszeniert wird. Da hilft nicht viel zu dementieren, man hätte irgendwas mit religionsfreien Zonen zu tun. Vielleicht tue ich ihm ja Unrecht und es geht ihm gar nicht darum, religiöser Führer zu sein. Vielleicht will er nur jemand ins Abseits drängen, der nicht die Kirchenprivilegien für sich nutzen, sondern sie abschaffen möchte. Ich frage mich da, warum die Grabenkämpfe unter euch? Warum nicht einfach beide Wege als mögliche und richtige Wege akzeptieren? Tja, uns Religiösen kann es nur recht sein, wenn ihr euch streitet. Vielleicht habe ich aber auch ganz einfach den feinen Humor von Dr. Horst Kroschop nicht erkannt und er wollte nur in satirischer Art das Verhalten von religiösen Führern aufs Korn nehmen. Dann entschuldige ich mich hiermit bei ihm und rufe ihm zu, komm zu uns, Horst, du bist ein würdiger Pastafari. Vielleicht tut er das ja wirklich. Vielleicht auch noch der eine oder die andere von euch. Denn als Gläubiger hat man es einfach einfacher. Schon allein den Erklärungsaufwand, den man spart. Man braucht nichts zu begründen. Es genügt einfach zu sagen, so steht es geschrieben. Von euch erwartet jeder, dass ihr erklärt, warum man auch ohne Gott gut sein kann. Wir haben es einfacher. Niemand bezweifelt, dass man mit Gott gut sein kann. Naja, manchmal vielleicht ein kleines bisschen. So wie euer Steven Weinberg, wenn er erklärt, Religion ist eine Beleidigung der Menschenwürde. Mit oder ohne sie würden gute Menschen Gutes tun und böse Menschen Böses. Aber damit gute Menschen Böses tun, bedarf es der Religion. Ich muss zugeben, da ist was dran. Aber ganz so sehe ich es doch nicht. Es sind nicht die Religionen an sich. Es sind die Dogmen und ganz besonders der Anspruch der allein seligmachenden Wahrheit und Rechtmäßigkeit, der dazu führt, andere nicht mehr als Mitmenschen, sondern als Feinde zu sehen. Egal ob in einer Religion oder in einer Ideologie. So wird der natürliche Altruismus ausgeschaltet und auch gute Menschen werden fähig, Böses zu tun. Deshalb sind wir Pastafari so stolz darauf,
dass wir keine Dogmen kennen, noch dass unser Weg als den einzig wahren und rechtmäßigen bezeichnen. Wie flauschig unsere Ethik ist, und die ist wirklich schön flauschig, könnt ihr jetzt gleich in dem Schlusstitel unserer CD hören, einem wundervollen Chill-Out, wenn wir gleich von der Bühne gehen. In diesem Chill-Out werdet ihr die 8 am liebsten Jeremias unseres Monsters hören. Unser Monster ist ja nicht der Herr. Unser Monster ist ja eher so der Kumpeltyp, der Schwächen hat, der ab und zu mal was falsch macht, der auch mal an dem Biervulkan nascht, manchmal ein bisschen zu viel. So passieren auch manchmal weltbewegende Dinge, als er einmal zu viel genascht hatte, fiel er auf seinem Bett aus Firmament und von diesem Bumm spricht man noch heute als dem Urknall. Und er ist also einfach ganz menschlich, weshalb auch wir nicht das mindeste Problem mit der Theodizee haben oder irgendetwas in dieser Richtung. Er ist einfach nicht vollkommen, er ist einer von uns. Und genau aus diesem Grund hat er uns auch keine Gebote gegeben, sondern er hat 8 Bitten geäußert. Und weil alle diese 8 Bitten, die das Kernpunkt unseres Evangeliums des fliegenden Spaghetti-Monsters sind, mit am liebsten wäre mir's anfangen, sind das unsere 8 am liebsten wäre mir's. Und die werden gleich in diesem Lied zu hören sein. Zuvor möchte ich euch aber noch einmal zurufen, kommt zu uns, werdet Mitglied unseres Vereins, denn wie gesagt, wir sind eine anerkannte gemeinnützige Körperschaft. Und wenn ihr das nicht wollt, dann kommt wenigstens nachher dort in den Vorraum und kauft unsere CD. Ich bedanke mich für eure Geduld, wünsche euch noch viel Spaß und Erkenntnis bei den folgenden Veranstaltungen, auch im Namen von Schwester Elli Spirelli, von Schwester Farfalina Carbonara, von Bruder Gorgonzola und den anonymen Arabiata. Natürlich auch in eurem Namen, die ihr so fleißig mit zu uns auf die Bühne gekommen seid, konvertiert seid. Ihr habt nichts falsch gemacht, ich garantiere es euch. Ich war und bleibe euer Bruder Spaghettos.